Ja, servus und guten Morgen. Hier ist der TAI Dennis mit einem ganz kurzen Bitcoin und Ethereum Update. Bin gerade aufgestanden, ne, und habe gerade hier die Trendlinien, wo ich gestern Abend oder heute Nacht schon eingezeichnet habe, verhärtet sich immer mehr, was sich hier bildet. Ja, bevor wir anfangen, ist keine Finanzempfehlung, keine Handlungsempfehlung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. Genau, gut. Später mache ich noch vielleicht ein größeres Update, aber ich will euch hier die Chance geben, vielleicht in einen Trade einzusteigen, wenn ihr wollt. Wie gesagt, ist keine Empfehlung, keine Finanzempfehlung. Aber jetzt, wenn man sich das Pattern anguckt, könnte es sich was bilden. Hier ist jemand bei Bitcoin auf den Stundenkerzen. Ich sagte ja gestern im Video, dass man nochmal die etwa die 40.000 antesten könnten, bevor es zu einer großen Korrektur kommt. Wenn man sich die Monthly Candles anschaut, von 2017, 19 und vom Januar diesen Jahres. Und genau, so. Also hier der orangene Kanal hier hatte ein Ziel von hier, das haben wir etwa erreicht. Und das Rote, was ich jetzt eingezeichnet habe, da könnte sich eine ISKS bzw. ein Descending Boarding Wedge bilden. Das habe ich auch in der Telegram-Gruppe gestern Nacht gepostet, dass sich sowas entstehen kann. Das Volumen würde etwas stimmen. Ja? Wie kann man sowas traden? Ja? Und zwar wartet man bis hier. Bis der Bitcoin hier ausgebrochen ist. Und dann kann man eine Long eröffnen. Ja? Um Mindestziel dieses Patterns, ob es jetzt ein Descending Boarding Wedge oder ob eine ISKS ist, ist mindestens die 39.050 und 100% Ziel, ganz kurz, weil es ein Handyvideo ist, sind 39.650. Ja. Dann sind sie auch nicht mehr so weit bis zu den 40.000 hier oben, ja. Aber ich würde hier in dem Bereich, also wenn man hier ein, also wenn ich werde es traden, sobald wir hier drüber kommen, sobald wir hier in den Bereich kommen, werde ich schon Profite dann schon nehmen, weil, wie gesagt, meine Meinung ist, dass wir spätestens hier bei den 40.000 eine Korrektur sehen. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz zu ETH. Bei ETH sehen wir das gleiche Spiel, ist aus dem gelben Kanal ausgebrochen. Ausbruchziel wurde etwa erreicht. Ja, wir bilden hier entweder eine ISKS oder ein Descending Boarding Wedge. Hier seht ihr sogar noch in rosa ein kleines Ascending Boarding Wedge. Da wurde das Ausbruchsziel auch erreicht. Ganz kleine Moves man, nehme ich natürlich auch manchmal mit. Aber das ist ja hier was Größeres hier, das im Rot. Ja. Und da gilt das gleiche wie eben bei Bitcoin. Ich trade das erst, wenn er hier drüber ist. Und da gehe ich long. Ja. Und dann wäre mein Ziel etwa die 1800. Und jetzt zeige ich euch ganz kurz, wo wir die Zahl herkennen. Die Zahl kennen wir vom Ausbruch diesen möglichen Ascending Triangle, da ist nämlich das Ziel ähnlich bei 1800 Dollar. Ja? Also das würde etwa passen. Ja? Gut, das war es auch schon. Ich will das Ding so schnell wie möglich hochladen, dass wenn der hier ausbrechen soll, dass ihr auch was davon habt. Wie gesagt, das ist keine Finanzempfehlung oder sonstiges. Ja, das ist halt meine Sicht des Marktes. Und so, das ist ein Bilderbuch-Pattern, wenn es jetzt ausbrechen würde nach oben. Genau. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, guckt einfach in die Beschreibung. Da könnt ihr euch über den Bybit-Link anmelden. Da gibt es je nach Aktion gibt es auch einen Cashback zum Traden. Ja. Ihr könnt mich auch in der Telegram-Gruppe, in der kostenlosen Telegram-Gruppe besuchen. Der Link steht auch in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, weil da kommen solche Updates des Öfteren rein. Ja. Gut, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, was unseren TAI anzeigt.
Gehen wir dazu, dass man es besser sieht in den 5-Minuten-Chart. Und das seht ihr, ist ein bisschen verwirrend, weil es ja in einem Pattern ist. Ja. Aber egal, was ist, man hätte, außer ganz kurz, bei diesem Buy hätte man jetzt wahrscheinlich leicht Verluste eingefahren. Bei dem Sell hätte man leichte Gewinne mitgenommen oder 0 auf 0. Und bei dem Buy muss man sehen, wie sich das jetzt äußert, ob er wie geschützter ausbricht. Genau. Jump mal ganz kurz zum Bitcoin nochmal zurück. Dann zeige ich es euch nochmal da. Genau. Hier hätten wir, da wäre es ähnlich gewesen. Da hätte man hier einen schönen Move mitnehmen können. Hier, das war jetzt nichts hier, das Ball. Und der Sell wird auch ein bisschen was. Und das Ball müssen wir jetzt abwarten, ob er jetzt da durchspricht. Wenn er nämlich da durchspricht, ist es eine gute Sache. Gut, das war's von meiner Seite aus. Später vielleicht ein längeres Video. Kommt drauf an, wie es mit der Zeit aussieht. Aber ich denke, das hilft euch schon mal weiter, Short Term. Und ich wünsche euch was. Tschüss.